Ein ganz herzliches Willkommen bei Blacktree Gaming. Heute wieder LS22, das LUL-Projekt mit dabei. Der Phil, Sally Hallöchen. und der Junior. Hallo. So, heute Big Ernte Day. Phil, was willst du machen? Oliven oder Sunflowers? Ja, Oliven ist eigentlich schnell gemacht. Ja, eben. Fangen wir mit Oliven an, oder? Wie du willst. Aber ich würde Sonnenblumen auch schon loslaufen lassen. Wir haben ja alles oben, gell? Ja. Ja. Was? Ja. Machst du den? Wen? Der Oliven einfach. Der steht oben am Feld. Da steht ja oben. Ja. Du, alles schon vorgemanagt. Ja. Von nix kommt nix, weißt du. Naja. Also ja, liebe Leute, wir sind hier im Herbst, fett am Ernten. Oh, jetzt hängt es gerade bei mir. Jetzt läuft es wieder. Sauerspeicher wahrscheinlich. Ja. Diesen Winter müssen wir Fett verkaufen, haben wir Produktion und so weiter. Und dann heißt es auch wieder investieren. Unter anderem wollen wir Zuckerrohr producen. Mal kurz gucken hier. Keilsilo, wie ist da der Stand? Das ist leer. Oh, das ist fast leer. Das ist alles scheiße. Okay, also wir müssen morgen nochmal Gras machen. Heu machen wir jetzt gerade. Und zwar eine große Menge. Von dem her ist es eigentlich kein Problem. Nein, sie ihre Heu einladen dahin. Jo, du kannst dann jetzt auch losdüsen. Bin mal gespannt, was wir jetzt aus unserer Liebe noch rauskriegen hier, du. Aus unserer Wienerle. Unseren Oliven. Ach so, ja, ich glaube nicht so viel. Wiener, ne? Wir haben jetzt gerade einen Strang, 1000 Liter. Also, 5000 Liter. Also das müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen investieren. Da kostet ein Strang, glaube ich, um die 20.000. Dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Unsere Olivenproduktion auszunutzen. Ist jetzt aber eigentlich eine ganz gute Sache, um zu sehen, wie viel wir rauskriegen. Dann können wir hochrechnen, wie viel Olivenöl wir verarbeiten können. Und können wir uns das ein bisschen anpassen. So. Chip, 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 chip. Das ist auf dem Feld 21 mit dem Kurs. Viele schon wieder müde. Noch früher morgen. Eben. Und du bist schon wieder müde. Ist das hier für eine Arbeitshaltung? Ich bin noch müde. Ich bin gestern so spät ins Bett, so um 20 Uhr. Achso, so spät. Du Bauer. Euer Ausladen natürlich. So. Gabelinskis brauche ich nicht.
Das schickt der Junior schon wieder eine Rechnung. Es kommen noch mehr Zeug, Junior. Ja, meine Rechnung ist voll. So, ja gut, dann zahle ich sie halt mal. So, der erntet fleißig, schön. Da wollen wir noch. Und dann, ja. Ah ja, das geht ja noch. Habe es mit mehr gerechnet. Wir kriegen nur 4.000, gell? Wir haben vier Reihen, nicht fünf. Wir haben nur vier rein. So, Junior, ich habe dir deine Kohle gerade überwiesen. Danke. Oh, Kack, wir haben kein Heu mehr. Das ist natürlich auch geschickt. Habt ihr eigentlich Stroh? Ja, haben Und habt ihr Mist? wir. Sekunde, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Mischt, 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 mischt. Alter, wie viel Zeug wir haben. Ja, 6.600 Lidä. Okay. Ja, das lohnt sich noch nicht. Musst du wissen, du musst fahren. Döbidöbidöbidö. Du musst Haben wir einen wahrscheinlich. Hänger hier oben? Ja. Ja, gell. Musst du überhaupt abtanken? Bin jetzt gerade bei 90%, es kann sein, dass es gerade reicht. Hänger steht da oben. Warum fährst du nicht weiter, du Mongo? Entschuldigung. Ja, das kannst du rauspiepen, sorry. Tu's weg, gröbst. Rübs ist weg. Euer Auslager. Ach nein, das ist falsch. Ja, ich Trottel. So, das muss man machen. Dann sind wir auch hier. Scheiße, ich geh gleich. Käse wieder. Ach, fuck, unser Honig aus Output ist auch voll. Und Stress ist heute wieder. Können wir überlegen, ob wir nicht einen neuen Output bauen? Im ziemlich großen. Ach, der ist doch süß da hinten drin. Mit Kapazität, wenn wir den in der Halle bauen. Ja gut, Und wenn wir Strom die dazu. Kühe weg haben, dann wollen wir ja eh eine Halle dort bauen, ne? Müssen wir hier umbauen. Ne? Eben. Hat's Was jetzt habt? echt nicht gereicht? Nee, Beschiss. Ihr habt Oliven, gell? Ja. Okay.
Das hat sich ja gelohnt. Phil, stopp, lässt du den Trecker schnell vorfahren, bitte? Ja, ein bisschen Treckermangelware. War die Maschine unten oder hier oben? Die war unten. Der fährt jetzt aber auf dem Feld, gell? Der fährt jetzt ein Ja, Feld hoch, ja. was da. Ja, ist okay. Dann fahr du. Oder schick sie halt. Ja, ich fahr kurz. So, Junior. Importierst du Diesel als Landhändler? Land- und Dieselhandel. Eine Frage. Habt ihr einen Pass, das ihr als Anhänger habt? Dann können wir es uns doch selber importieren. Ja, eben, deswegen frage ich euch. Wahrscheinlich wäre es. Warte. Ich schau mal wegen den heutigen Dieselpreisen. Ne? Diesel. Also kostet 1,88. Weißt du, kann unser Fass Diesel transportieren? Wäre lustig, wenn nicht, ne? Oder wir machen vom Hersteller der Hoftankstelle können wir auch einen Direktimport bestellen. Mach doch direkt den Port. Alles klar, dann rufe ich den gleich mal an. Ich müsste jetzt lachen, wenn es teurer wäre. Das ist bestimmt teurer. Er muss ja auch noch herfahren. Der hat ja auch keinen Diesel umsonst aber hier. Das ist ja, also Achim, also das können wir aber nächstes Mal nicht mehr machen. Was? Der kleine Trecker am riesen Streuer hier, gell? Also, ja, ich habe halt die Treckerprobleme. Ja, aber ja, ich weiß der schon. Fährt hier durch die Kurve wie ein Schluck Wasser, du. Also. Ich habe mal 10.000 Liter Diesel gekauft für 1,37. Das ist sogar günstiger, Junior. So, wo geht's ernten? Eine Sonnenblumen sind sogar schon unterwegs. Ein 61er Feld. So, da läuft, da läuft, da ist okay, da läuft gerade an. Das ist klar, das ist klar. Der kleine Schmalspurträger driftet echt total geil. Ja, der Hänger schiebt den richtig um die Kurve rum. Richtig realistisch. So, der Ernter kann ich dann übernehmen, oder? Ja. Ich warte jetzt gerade noch, was macht der? Fahrt er zwei Vorgewände oder was hast du da? Zwei Vorgewände, genau. Nein, ich hab's falsch gemacht. Oh. Was? Achso, warte mal. Der hat nicht in meine Düngerfabrik geliefert, sondern in meine Multifabrik. Bitte. Oh, da ist jetzt runter. Mist.
Wie stoppe ich den jetzt? Im Cosplay auf das grüne Dreieck. Das Cosplay-Menü offen. Ich glaube, Steuerung H geht auch. Nein, stopp da. Ja, den alten Leuten muss man halt manchmal die Technik noch erklären. Wenn man es halt noch nie gemacht hat. Bin halt nicht damit aufgewachsen, ne? Was? Wir sind ja nicht im Roleplay, gell? Ich weiß. So, Mulchen. Wälder. 57, fangen wir da mal an. Alter, was werden da für Gekurve da, du? Zack. Warum arbeitest du nicht weiter, bitte? Oh, das ganze GPS-Ding. Ah, ist auch wieder umgestellt, ich, du. Toll, kann man ja unsere GPS-Tasten neu belegen. Du. Oh Mann, echt jedes. Da gibt's ja nur zwei. Nö. Hä? Ich hab GPS-Menü, Startpunkt, Autopunkt, B-Punkt, links, rechts, Führung. Ach so, A, B-Punkt, das kann man auch belegen. Kannst du alles belegen, was du machen willst. Ah, oh, das ist ja geil, das wusste ich gar nicht. Da hab ich alles, ich hab alles auf dem Touchportal. Touchy, touchy. Aber jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt, wenn ich jetzt GPS an und off mache, dann ist Kamera hier drin. Keine Ahnung. Okay. Eine Frage. Abgelehnt. Warum steht hier ein Kalkstreuer? Weil ich gerade mit dem Kleinen dahin gefahren, beziehungsweise Autodrive ist mit dem Kleinen dahin gefahren, aber der ist, wie viel sagt, echt beschissen da. Ich schicke jetzt gerade einen anderen Trecker hoch, der übernimmt dann den Kalkstreuer und versorgt den. Keine Sorge. Okay. So, Lama H. Wir haben echt Dreck an Notstand. Jetzt müsste ich mit dem großen. Wie viel Kohle haben wir denn? Den 50er müsste ich jetzt die Produktion versorgen. Wie viel Kohle haben wir? Da kannst du doch den LKW nehmen. Jetzt mit dem LKW auf dem Hof rumgurken. Ja, wenn wir gerade nichts haben, wenn wir keinen Trecker haben. Genug Kohle hätten wir schon mal, das 193. Dann hol halt noch einen Trecker. So einen alten, zum auf dem Hof rumcruisen. Ja, was heißt für dich alt, bitte? So ein Zetor, 25 km. Nee, das ist nicht der Zetor. Da hängt der Älter, da hängt er so runter. Der Bührer zum Beispiel. Für 39.000. Ja, der ist nicht schnell, ich weiß es. Ja, der ist sogar sehr langsam. 25 km/h. Nee, danke. Das ist zu langsam, ja. Der fährt 40, der Steier. Regnet's jetzt? Ja. Dann stopp bitte. Mach mal. Stoppen. Dann tun wir den gleich mal abtanken, ja.
Was kann denn der Junior empfehlen? Haben wir irgendwas? Haben wir einen Selbstfahrer mit Autoload? Halt aus sexy. Aber ne, haben wir nicht, gell? Ach komm, den Bürerfil. Ja, er fährt nur 25, aber es ist doch irgendwie wittig. Wir haben ja keine Strecken auf dem Hof. Ich guck gerade einen Moment. Er sieht ja irgendwie geil aus. Nimm doch ein E. Was von E? Den Rigi-Dreck. Rigi. Das Finde ich gut. der sieht so scheiße aus. Das sieht aus wie so zusammengequetschte. Das ist ja, nee, danke, das, nee. Der Zetor sieht Image. auch scheiße aus. Ja, wenn, dann wäre es nur der kleine Case da noch. Messe meine ich. Ja. Oder halt ein Steyr. Aber der ist halt echt teuer Kannst du gleich den 500 Favorit-Fan nehmen? geworden. Also Nee, ich dann habe hätten wir eine halt mal ein bisschen Frage. Abwechslung drin. Ja, eben deshalb. Ja. Warum fragt ihr nicht einfach euren Landmaschinenhändler? Den habe ich ja Ich würde gerade euch. gefragt, was uns der Junior empfiehlt, aber er hat wieder nicht reagiert. Ja, der andere hat wieder reingequatscht und so. Auf Also, jeden Fall. ich würde euch ja den Landini Rex 4 GT empfehlen. Ja, genau deshalb fragen wir dich nicht mehr. Oder halt ja, so ein Cedo, aber den. Ach, wenn man den Bührer umfärben könnte, ein schönes Rot oder so. 25 ist halt schon extrem langsam, gell? Aber irgendwie doch auch cool mit 25 auf dem Hof rumtuckern. Weißt du, bis auf die Schafe dahinter musst du ja nicht wirklich viel fahren. Und 39.000 ist auch günstig. Komm, wir nehmen Wohl, komm. jetzt. Junior, ich kaufe den Bührer. 61,05, 39.000 Moment. Euro. Ist gekauft. Nix, Moment. Welche Jetzt da mal gescheit Konfiguration? hinfahren, also. Keine Konfiguration. Moment kurz. Den Bührer. 6105, gell? Jo. Bin wieder laut. Da ist er wieder. Brauchst du mich gerade irgendwo, Achim? Nope. Dann würde ich mir mal ein GPS da und so einstellen. Lässt du dann den Case weiterlaufen? Beziehungsweise, nee, das geht ja nicht. Nein, es regnet. Ach, stimmt, es regnet. Sorry. Hätte ich ja gleich mal sagen können, Mensch. Habe jetzt gerade noch abgeladen, weil der
einfach nicht geblickt hat, wie er da abladen soll. Fährt jetzt gerade ins Silo. So. So, da oben mal nebenher. Junior, ja. Könntest du mir bitte die zwei Maschinen da warten? Am besten schnell. Moment, ist ja nicht so, dass ich auch mitten in der Ernte bin, gell? Ach so, sorry. Ich fahr nur noch, ich hab, dreh noch kurz und dann, okay? Mhm. Wo sind denn, warum hat der jetzt keinen Mist? Ich könnte ausflippen. Moment, Moment, ich tu, wo ist die Map? Da. Den 50 habe ich schon repariert, gell? Ja, nur die Kalkding hinter dran. 933. Die Kalkspritze hinter dran. Die ist schon repariert. Die Kalkspritze? Ah, das habe ich gesehen. Da stand vorhin, dass der kleine Schmalspur-Traktor zur Werkstatt fährt. Ja, und der wollte aber zu dir auf den Hof. Nee. Doch. Er ist zur Werkstatt gefahren. Und hat sich repariert. Weil, nämlich, das hier heißt Werkstatt und Verkauf. Okay. Von mir aus. Wohin sollte ich den schicken? Hast du dir jetzt auch einen Bührer gekauft? Ich hab euch einen Bührer gekauft. Nein, ich hab den doch schon gekauft. Och, sag das doch. Er hat gesagt, er kauft jetzt einen. Hast du Musik noch an? Nein. Jetzt ich. Da kannst du den verkaufen und uns die restliche Summe bitte sofort erstatten. Ja. At 39. Oh. Ah. 39.000 hat er gekostet. Ich glaube, den kaufe ich als Gebrauchding, wenn er kommt. Der ist geil. Mach. Wie viel hat er euch gebracht? Oh. Zeigt mir nichts an. Ich hab's verkauft. Aber das verzögert sich dann bei mir. Also wenn es kommt, dann 34.300 hat es gebracht. Dann überweise ich euch 50.000. Genau. Was? 34.300? Ja. Dann überweise ich euch 4.700 und das passt. Dankeschön. Bitte. Aber eine Provision gibt es trotzdem. Ich finde, das könnten wir jetzt nochmal rauslassen. Ich jetzt ehrlicherweise nicht. Okay. Wartest bitte noch den letzten, der dort steht, und schickst ihn gleich runter. Ja, den Schwader mache ich für euch umsonst, weil der ist 57 Euro. Das bringt mir eh nichts. Das ist aber lieb von dir. Bill, es regnet nicht mehr. Ja, stell mal ganz kurz die Zeit runter, Bill. Ich will jetzt gerade noch fertig machen, das eine Ding hier. Ich glaube, wir können aber dann auch noch erst die Folge schnell beenden, oder? Ja. Komm. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da.